Audi Cup 2013. Ein Finaltag wie aus dem Bilderbuch. Spektakuläre Paraden und viele Tore. Schon am Nachmittag beste Stimmung vor der Allianz Arena. Wir holen die Meisterschaft und den Europacup und den Pokal, den holen wir noch einmal. Und auch den Audi Cup. Bevor das Endspiel losgeht, stehen sich im Spiel um Platz 3 der AC Mailand und der FC Sao Paulo gegenüber. Kingsley Boateng erzielt hier nach schönem Sololauf das Tor des Tages. Der AC Milan gewinnt mit 1:0 und sichert sich so Platz 3. Doch ab jetzt steht nur noch das Finale im Fokus, auch bei den ganz Kleinen. 22 Kinder dürfen pro Spiel die Fußballstars auf den Rasen begleiten. Dafür gibt es eine extra Ausrüstung mit Trikot, Stutzen und Fußballschuhen. Unter den Einlaufkindern ist auch der 8-jährige Tafi Hoffmann. Ist es die richtige Schuhgröße? Ja. Fast? Ja. Fühlt sich gut an? Ja. Tafis Vater arbeitet in Ingolstadt bei Audi im Service Deutschland und hat seinen Sohn mit dem Erlebnis überrascht. Der hat es mir vorgestern verraten. Nicht mehr lange bis zum Spiel, bei den Kleinen ist die Aufregung groß. Wenn der ganz große Augenblick naht, halbe Stunde, dreiviertel Stunde vor dem Spiel, dann wird es plötzlich ruhig. Vorher ist noch ziemlich laut, aber dann ja, konzentrieren sie sich ähnlich wie die Spieler. Das ist auch wichtig, denn die Betreuerinnen erklären jetzt den Kids den Ablauf. Dann eine Überraschung. Bernie, das Maskottchen des FC Bayern, besucht die Kinder in der Kabine und er nimmt sie mit nach draußen in die Arena zu einem Gruppenfoto. Dann wird's ernst. Tafi und die anderen Kinder stellen sich im Spielertunnel auf. Er bekommt hier noch eine Mützenkamera auf, damit können alle sehen, was Tafi beim Einlaufen erlebt. Die große Frage, wen darf er aufs Spielfeld begleiten? Es ist Thiago, der neue Mittelfeldstar des FC Bayern. You play football? Ich spreche Deutsch. Du sprichst Deutsch? Nein, no, ich spreche Deutsch. Yes. Yes? Where? The team. SV Leverkusen. Yeah? You make goals or you are the keeper? Abwehr. Trotz kleiner Verständigungsschwierigkeiten, der große Augenblick ist gekommen. Tafi läuft an der Hand von Thiago in die Allianz Arena ein. Dann geht's schnell zurück, schließlich will keiner das Spiel verpassen. Die werden jetzt den Eltern wahrscheinlich ganz schnell ganz viel erzählen und wollen natürlich auch das Bayern-Spiel anschauen. Und wer gewinnt? Bayern. Bayern. Bayern gewinnt. Und die machen von Beginn an Druck und lassen Manchester nicht zur Entfaltung kommen. Die erste Großchance nach 9 Minuten hat Toni Kroos. City-Goalie Costel Pantilimon rettet in höchster Not. In der 29. Minute dann erneut ein Fernschuss. Diesmal Arjen Robben mit links und Bastian Schweinsteiger mit der Nachschusschance. Bis zur Halbzeit bleibt es aber beim 0:0. Die Zuschauer in der Allianz Arena voll zufrieden. Der Audi Cup ein Publikumsmagnet, auch im Fernsehen. Der Audi Cup ist ein tolles Event. Er ist mittlerweile eine Tradition. Auf über 200 Sendern werden die Spiele übertragen. Das ist wirklich toll für Audi. Und die 68.000 in der Arena bekommen auch in Hälfte 2 viel geboten. In der 59. Minute taucht Alvaro Negredo vor Manuel Neuer auf und schiebt locker zum 1:0 ein. Doch die Bayern reagieren prompt. In der 66. Minute Handspiel von Pablo Zabaleta im Strafraum. Den fälligen Elfmeter verwandelt Thomas Müller sicher. Und in der 73. Minute gelingt Mario Mandzukic der Siegtreffer. Eine sehenswerte Flanke von Müller verwandelt der Kroate in bester Mittelstürmermanier. Das Spiel ist gedreht und am Ende gewinnen die Bayern zum zweiten Mal nach 2009 den Audi Cup. War Härtetest, also viele haben gestern gespielt, heute nochmal.
Deswegen war es zwei schwierige Tage natürlich. Ich bin zufrieden mit der Einstellung der Mannschaft und dass wir es geschafft haben. Aber jetzt beginnt die eigentliche Saison, der DFB-Pokal und die Bundesliga. Wir sind bereit. Der Audi Cup 2013, eine gelungene Generalprobe für den deutschen Rekordmeister.